Guck mal! Schlüpf in deine Gummistiefel und komm jetzt auch raus. Er wollte gern mitspielen, aber Caillou hatte Angst, dass er in seinen Gummistiefeln vielleicht eine Spinne finden würde. Oder noch schlimmer, einen Spinnenmutanten aus dem Weltraum. Ich glaube nicht, Mami. Ich will lieber, ein bisschen malen. Papi, guck mal, ich habe Farbe an meinen Händen. Wie gut, dass wir die Abwaschbahnmarker gekauft haben. Also komm rein und wasch dir die Hände. Ich drehe ein paar Runden im Park. Was ist mit dir, Caillou? Willst du dir nicht die Hände waschen? Nein, will ich nicht. Warum nicht? Eine Spinne ist da drin. Na, hör mal, da krabbelt doch nur eine winzig kleine Hausspinne. Vor der braucht man doch keine Angst zu haben. Woher weißt du, dass das kein Spinnenmutant aus dem Weltraum ist? Was, ein Spinnenmutant? Und noch dazu aus dem Weltraum? Ja, wie in Daniels Comicheft. Du weißt doch, dass die Geschichten in den Comicheften nur ausgedacht sind. Ja, alles Fantasie. Papi, nein! Komm her, meine kleine Spinne, ich nehme dich jetzt mit raus. Und du kommst nach, Caillou, wenn du dir die Hände gewaschen hast. Ich möchte dir unbedingt was zeigen. Hier bei Mamis Blumen gibt es immer Spinnen. Und sie sind alle absolut harmlos und außerdem interessant. Hier, so sieht eine Gartenspinne aus. Mal sehen, ob wir eine finden können. Aha, da ist ja eine. Oh, und die mit den langen Beinen ist ein Weberknecht. Was? Lange Beine? Wo? Caillou übte und übte. Und übte. Aber er konnte immer noch nicht pfeifen. Ups! Schlafenszeit, Caillou. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du so fleißig das Pfeifen geübt hast. Aber ich kann es immer noch nicht. Pfeifen kann verflixt schwierig sein. Und manchmal dauert es sehr, sehr lang, bis man endlich gelernt hat, wie es geht. Aber Leo hat es ganz schnell gelernt. Der eine lernt es schneller, der andere langsamer, Caillou. Keine Angst, irgendwann kannst du es. Gute Nacht. Er wusste, dass Papi recht hatte, aber irgendwann klang, als ob das noch sehr, sehr, sehr lange dauern könnte. Guten Morgen, Caillou. Caillou, Rosie pfeifen! Du kannst? Fu, 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 fu! Toll gemacht, Rosie! Clementine hat eben angerufen, Caillou. Sie kommt nach dem Frühstück zum Spielen rüber. Oh. Was hast du denn, Caillou? Ich will nicht mit Clementine spielen. Wieso denn nicht? Sie kann pfeifen und ich kann's nicht. Egal, ob du pfeifen kannst oder nicht, Clementine ist deine Freundin. Und du willst doch nicht auf dein lustiges Zusammensein mit ihr verzichten, oder? Okay, Kletterer, jetzt müssen die Hände bemalt werden. Wer will das zuerst tun? Ich! Caillou war noch nicht so weit, das Klettern zu versuchen, und er hoffte, niemand würde das merken. Komm her, Caillou, wir spielen nicht verstecken. Jetzt klettern wir. Wer oben ist, darf die Glocke läuten. Oben? Weißt du, Caillou, im Grunde genommen ist Felsklettern viel leichter, als es aussieht. Endlich hatte sich Caillou entschlossen, Samantha und seiner Mami zu sagen, wie ihm zumute war. Aber das sieht schwer aus und unheimlich. Ich bin froh, dass du mir das gesagt hast. Aber ich würde niemals zulassen, dass du etwas Gefährliches unternimmst. Und außerdem macht es unheimlich viel Spaß. Du bist doch bestimmt schon auf viele Bäume geklettert. Im Park. Worauf bist du noch geklettert? Auf Leitern mit Papi. Tja,
Felsklettern ist ungefähr so, als ob man auf Bäume oder Leitern klettert. Du machst das Schritt für Schritt und hältst dich an den Felsvorsprüngen fest. Caillou fühlte sich erleichtert. Er konnte prima auf Bäume und Leitern hochklettern. Vielleicht würde er es schaffen, diese Wand hochzuklettern. Was meinst du? Willst du es mal versuchen? Ich bin hier unten und kann dir jederzeit helfen. Okay. Denk daran, das ist genauso, als ob man eine Leiter hochklettert. Einen Schritt nach dem anderen. Caillou kletterte einen Schritt hoch. Und dann noch einen Schritt und dann wieder einen Schritt. Und allmählich konnte er das prima. Ich werde die Glocke zuerst läuten. Niemals! Ich mach das! Ich hab's geschafft! Ich hab es wirklich geschafft! Ja! Ausgezeichnet, Caillou! Ich wusste, du kannst das! Meine Kugel ist leider nicht auf der Bahn geblieben. Tja, also wenn sie in der Rinne landet, dann gibt es leider keine Punkte. Das passiert jedem Mal. Sogar mir. Der Trick ist der, dass man mit der Kugel genau auf die Mitte der Bahn zielen muss. Versuch's nochmal. Jetzt war Caillou schon viel zuversichtlicher. Hurra, Caillou! Ich wusste, dass du das kannst. So, und jetzt muss ich dir noch etwas beibringen. Wirklich? Was ist das? Meinen super tollen Profi-Bowling-Gruß. So, jetzt können wir loslegen. Oh, könnten Sarah und ihre Mama mit uns spielen, Obi? Klar, warum sollten sie das nicht? Wir fragen sie. Ein Strike! Wow, deine Mama ist gut! Genauso wie mein Obi! Boah, so viele Strikes! Sie spielt in einer Mannschaft mit anderen. Die haben eine Menge Erfahrung. Jetzt bist du dran, Caillou. Ja! Ich habe einen Pin umgeschmissen! So muss es laufen, Caillou! Kein Problem, die holen wir nachher runter. Caillou, Rosie, ihr habt das toll gemacht. Davon war Caillou nicht überzeugt, im Gegenteil. Er war jetzt noch verwirrter als vorher. Es gab so viel verschiedene Tänze, aber er hatte das Gefühl, dass er keinen gut konnte. Sogar Rosie kann tanzen, alle können tanzen, nur ich nicht. Am nächsten Tag war Caillou auf dem Weg zum Kindergarten ungewöhnlich still. Bedrückt dich irgendwas, Caillou? Ich weiß immer noch nicht, wie man tanzt. Was soll ich bloß tun? Die Party ist heute. Caillou, es gibt keine richtige oder falsche Art, wie man tanzt. Das Wichtigste bei allem ist, dass man Spaß hat. Ja, glaube ich auch. Wart's nur ab, das wird sicher lustig. Kann's losgehen mit der Tanzerei? Ja! 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 Also dann, tanzen wir alle! Miss Martin hatte so viel Spaß beim Tanzen, dass Caillou schnell vergaß, wie nervös er noch vor kurzem war. Er sah nicht ein, dass nur seine Freunde mit Vergnügen tanzen sollten. Deshalb ließ er es auf einen Versuch ankommen. Caillou ließ sich vom Rhythmus immer mehr hinreißen. Schließlich fasste er den Mut, ein paar eigene Tanzschritte auszuprobieren. Ja, ja!
Siehst du, Caillou? Es gibt immer einen Weg, Probleme zu lösen. Entweder muss man den Verstand benutzen oder seine Hände. Papi! Ich hab's! Papi hat die Blätter mit seinen Händen zusammengesammelt. Mein Kissen! Ja! Das macht Spaß! Caillou überlegte, was er noch statt seines Laubhaufens nehmen könnte. Caillous Papi hatte recht. Es gab immer einen Weg, um Probleme zu lösen. Das hier wird der allerbeste Springhaufen der Welt. Springen, Caillou! Wow, wie es aussieht, macht dir das sicher viel Spaß. Ja, ich hab mir meinen eigenen Blätterhaufen gemacht. Du hattest wohl keine Lust, bis zum nächsten Herbst zu warten. Und wenn du fertig bist, räumst du dein Zimmer bestimmt wieder auf, nicht wahr? Aber ja, ich werde nachher alles wieder zusammenrechnen. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber das Abendessen ist gleich fertig. Hoffentlich hast du durch die Springerei Hunger bekommen. Ich komm gleich runter. Caillou war glücklich. Er hatte einen prima Blätterhaufen zum Springen gebaut und dann hüpfte noch jemand mit ihm herum. Rosie auch springen! Ich gratuliere dir. Du bist mein allererster Sicherheitshelfer. Also vergiss nicht, wenn du etwas siehst, das gefährlich aussieht, dann pfeifst du, okay? Okay. Caillou war auf seine Spezialaufgabe stolz. Miss Martin half er immer sehr gern, aber noch lieber trillerte er auf seiner Pfeife. Vorsicht, jemand könnte auf der Kreide ausrutschen. Ups, danke, Caillou. Was? Du hast recht. Hey, Jason, guck mal! Jeffrey, das ist gefährlich! Das ist das wirklich schon vergessen? Du musst immer mit den Füßen nach vorn runterrutschen, Jeffrey. Entschuldigung, hab ich vergessen. Gut gemacht, Caillou. Tja, was sollte ich nur ohne dich machen? Sicherheitshelfer zu sein ist toll. Ich habe das so gut gemacht, dass Miss Martin mir Aufkleber geschenkt hat und ich durfte die Trillerpfeife mit nach Hause nehmen. Das scheint ja wirklich ein super Job zu sein. Es ist sicherer, kleine Bissen zu nehmen. Ich glaube, du hast recht. Aber bei Tisch wird nicht gepfiffen, verstanden? Okay, aber darf ich später pfeifen? Ich muss noch viel üben. Hier, dieser Hocker ist gefährlich. Willst du es nicht mal versuchen? Also, wenn dadurch mein Schluckauf verschwindet, dann... Okay. Also gut, es geht los. Und... Buh! Hey, das hat geklappt. Ach, es hat doch nicht geklappt. Vielleicht war es nicht gruselig genug. Also, das können wir ändern, nicht wahr, Rosie? Caillou bekam nicht den kleinsten Schrecken. Mami und Rosie waren viel zu lustig. Es funktioniert nicht. Wie gut, dass ich hier bin. Ich habe noch ein paar todsichere Mittel gegen Schluckauf auf Lager. Wirklich? Klar. Ich bin der weltbeste Meister aller Zeiten im Schluckaufkurieren. Komm mit, ich zeig's dir. Also, man kann einen Schluckauf kurieren, indem man ganz schnell Wasser trinkt, direkt vom Gartenschlauch. Aber es ist schwieriger, als man denkt. Und man kann sich nass spritzen. Das ist mir egal.
Ich will's versuchen. Caillou stellte fest, dass man sich ziemlich nass spritzt, wenn man so trinken will. Und seinem Papi erging es genauso. Hey! Ups, entschuldige bitte. Das macht nichts, Caillou. An so einem heißen Tag wie heute tut mir ein bisschen kaltes Wasser gut. Und dem Rasen auch. Aber es hat nicht geklappt. Ich habe immer noch Schluck auf. Kein Problem, Caillou. Ich habe noch eine andere Heilmethode auf Lager. Die Kopf-nach-unten-Methode wirkt immer. Rosie auch! Rosie auch! Nur wenn du Schluck auf hast, Rosie. Jetzt geht mein Schluck auf ganz bestimmt weg. Kein Problem. Wir können noch eine andere Methode ausprobieren. Jetzt machen wir unsere Morgengymnastik. Hey, ich habe hier keinen Platz. Ich befürchte, du hast recht. Also ich glaube, dass wir heute Morgen unsere Gymnastik nicht machen können. Oh nein! Dafür dürft ihr noch ein paar Minuten spielen, bis zum Stuhlkreis. Ja! Ja! Hey, pass auf! Entschuldige, Caillou, ich wollte mir nur das Puzzlespiel holen. Ich glaube, die anderen Teile sind überall verstreut. Oh. Hey, ich habe hier keinen Platz. Oh nein, das tut mir leid, Caillou. Schon gut. Ich kann einen neuen machen. Die Knete ist ja ganz hart. Damit kann ich nichts mehr machen. Tut mir leid, Caillou. Wenn man die Knete nicht wieder in ihren Behälter gelegt hat, dann wird sie über Nacht ganz hart. Caillou war sehr traurig. Heute klappte aber auch gar nichts. Und das nur, weil dieser Raum so unaufgeräumt war. Au! Miss Martin, ich find's besser, wenn alles aufgeräumt ist. Es ist wohl ein bisschen leichter, irgendetwas zu machen, wenn hier alles ordentlich ist. Also dürfen wir denn jetzt hier wieder aufräumen? Aber natürlich. Wie wär's, wenn du die Aufräumarbeiten leiten würdest? Ja, gern!